Sag mal, kennt ihr das auch, dass ihr aufwacht und euch so denkt, was denkt Corey Taylor gerade? Nee, mir ging es heute früh so tatsächlich und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ein spontanes Video zu machen, aber ich bin auch ein bisschen seltsam. Ich habe letztens von Keanu Reeves geträumt, vielleicht muss ich mir da irgendwie Sorgen machen. Nee, meine lieben Freunde, es ist ja so, ich habe mir ja in den letzten Jahren immer mal ein bisschen drüber lustig gemacht, dass Corey Taylor zu allem irgendwie eine Meinung zu haben scheint oder das zumindest immer so darstellt. Er spricht halt viel, er hat viele Dinge im Kopf und manche davon müssen einfach raus oder sehr viele. Er hat auch schon ein paar Bücher geschrieben und in all den Jahren, in denen er öffentliche Interviews gegeben hat, in denen er Bücher geschrieben hat über seine Meinung, seine Gedanken, gibt es natürlich auch ein paar Zitate, die irgendwie tatsächlich Sinn machen. Und falls ihr euch erinnert, habe ich ja von Lemmy auch mal so ein Video gemacht, in dem es darum ging, einfach ein paar Lebensweisheiten mal auf den Tisch zu packen, die vielleicht unter dem, was dieses ganze Musiker-Ding ausmacht, verloren gehen. Ja, weil da durchaus ein paar Sachen dabei sind, die im Leben vielleicht ein bisschen weiterhelfen können oder zumindest so einen positiven Einfluss auf euer Leben haben können. Ich habe hier 10 Zitate rausgesucht und die schauen wir uns jetzt einfach an, würde ich sagen, oder? Genau, die Nummer 1 ist: Bad things happen when good people pretend nothing is wrong. Und das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aussage. Nur weil Menschen nach außen hin erstmal einen positiven Eindruck wahren wollen, heißt das noch lange nicht, dass es innerlich nicht ganz anders aussieht, weil manchmal die einfachere Lösung ist, sich nicht mit dem Problem auseinanderzusetzen. Und das kann auch damit zusammenhängen, dass die Probleme, die entstanden sind, so gravierend sind, so krass sind, dass es vielleicht nur noch mehr Probleme erzeugen würde, wenn man sie angeht. Das tiefer liegende Problem ist aber, dass dieser Fluchtreflex, ne, also dieser Versuch, diese Probleme zu umgehen, indem man sich gar nicht damit auseinandersetzt, dass der dazu führt, dass die Probleme vielleicht irgendwann eskalieren. Ja, und deswegen lieber über Probleme reden, lieber mit eigenen Problemen auseinandersetzen, mit den Problemen anderer Leute in deinem Umfeld auseinandersetzen, anstatt zu sagen, es ist doch gar nichts. Alles ist gut, nichts passiert, und dann die Augen vor dem zu verschließen, was möglicherweise danach folgen könnte. Sin is a matter of opinion. Sins are only sins if you are hurting other people. Das ist meines Erachtens eine sehr interessante moralische Einstellung, die ich tatsächlich auch so vertreten kann. Denn, also mal unter uns gesagt, es ist ja eigentlich nichts verwerflich, bei dem ein Mensch nicht zu Schaden kommt. Wenn alle damit zufrieden sind und wenn es allen Spaß macht, meine Güte, wo ist das Problem? Ne? Also gehen wir jetzt mal von der Todsünde der Lust aus. Wenn dabei weder die Gefühle eines anderen noch irgendwelche Grenzen verletzt werden. Ich glaube, das ist genau die Art und Weise, wie du in deinem Leben Spaß hast, indem du sagst, alles ist in Ordnung, solange du damit niemanden verletzt. Ich glaube, das ist wirklich gut, wenn du genau diese Grenze einhältst. Music is not a fucking soda. It is not a fucking insurance rate. It is not a fucking t-shirt. It is the only real religion that is worth devoting your soul to. It is the last remnant of a primal scream, the funeral dirge and the wedding march. It is the lie that keeps me out of the shadows and it's the reason my immortal soul is not in dire straits. Ja, das ist vor allen Dingen ziemlich lyrisch auch ausgedrückt, muss ich sagen, aber im Endeffekt ist es genau irgendwie auch das, was ich empfinde. Musik ist für mich das höchste und wichtigste Gut, weil es die reinste Form von Emotionen transportiert irgendwie auch. Das ist etwas, wo ich immer wieder hingehen kann, egal ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht oder ob ich will, dass es mir gut geht oder ob ich will, dass es mir schlecht geht, weil Musik einfach wie ein Kanal ist, in dem ja, Emotionen strömen, die einfach so aufgenommen werden können, ohne dass es man braucht keine besondere Sprache. Und das ist das mit diesem Primal Scream. Es braucht keine besondere Sprache, um Musik nachempfinden zu können. Du musst ja noch nicht mal die Worte verstehen, um etwas zu empfinden. Deswegen, ich meine, viele finnische Künstler, ohne dass ich jemals in der Lage wäre, das zu verstehen. I think of how and where all the horrible people I've come across in my life ended up and I smile. Das ist natürlich so ein ganz kleines bisschen mit Rachegelüsten gewürzt, ja, also, aber ich muss sagen, ich glaube, es wäre auch falsch, davon auszugehen, dass jeder Mensch frei von irgendwelchen negativen Gedanken gegenüber Menschen ist, die ihm was Schlechtes angetan haben. Und ich finde es auch immer schlimm, wenn man so dieses, naja, die andere Wange hinhalten, so propagiert, das ist Blödsinn, das ist nicht menschlich, das ist nicht erreichbar in dem Sinne, solange man sagen kann, okay, ich wünsche den Leuten in dem Sinne nichts Gutes und ich freue mich zu sehen, dass sie es eben nicht geschafft haben,
Das finde ich in Ordnung, solange man sich nicht selbst in dieser Rache verrennt. Ne? Also solange man sich selbst nicht dazu herablässt, die Spirale der Negativität voranzutreiben, ist es völlig in Ordnung. Und ich glaube, es ist auch ein sehr gesundes Gefühl, wenn man jemanden sieht, der einem versucht hat, die ganze Zeit Steine in den Weg zu legen, wenn der eben auf seinem Weg gescheitert ist. Ich glaube, das ist ein sehr angenehmes Gefühl und ich weiß, dass es ein sehr angenehmes Gefühl ist, sagen wir es so. Und deswegen kann ich das auch wiederum unterstreichen. Es ist jetzt vielleicht moralisch gesehen nicht hundertprozentig clean, aber wer ist das schon? Emulation is a sincere form of flattery, but individuality is the only form of immortality. Ist wieder sehr lyrisch ausgedrückt. Ist jetzt ein Spruch, der ja eigentlich relativ bekannt ist, in abgewandelter Form. Klar, Nachahmung ist so in dem Sinne natürlich das beste Kompliment, das man bekommen kann. Aber wenn man wirklich etwas erreichen will, hilft es natürlich nicht, einfach nur nachzuahmen, sondern man muss seinen eigenen Stil finden, man muss seine eigene Art und Weise finden, wie man sich selbst einen Weg sucht. Ja, also es hilft sicherlich von am Anfang zu schauen, was gibt es dort draußen, wie kann man damit umgehen, aber sobald man aus dem Modus heraus ist, dass man mit etwas beginnt und seinen eigenen Weg findet, dann sollte man davon abgehen, sag mal, bekannte Pfade zu beschreiten. Ja. Und erst dann wird man dahin gelangen, dass man, vielleicht ist Unsterblichkeit jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass man erinnert wird oder dass man etwas hat, woran man sich überhaupt erinnern kann. Das ist es ja am Ende, dass es etwas gibt, was dich besonders macht, nach außen hin auch. So many people in the world would rather stay in a situation that's painful but familiar because they're comfortable with it. Not a lot of people have the strength or heart to realize when something's not good for them and to turn around and be alone. Diesen Spruch, den müsste ich mir, glaube ich, auf die Brust tätowieren lassen, weil ich mich immer und immer wieder in meinem Leben in solchen Situationen wiedergefunden habe und immer wieder dachte, ich habe jetzt die Patience und die Situation wird wieder gut und meistens ist das überhaupt nicht der Fall. Also es ist eigentlich Blödsinn. Ne? Also man muss irgendwann lernen, an einem gewissen Punkt einfach einen Schlussstrich zu ziehen, denn am Ende ist es ja so, dass du natürlich in einer Situation das Beste möchtest und vielleicht auch alles dafür tust, dass es das Beste wird wieder. Ne? Aber das hilft halt nicht, wenn die andere Person das nicht ebenso will oder nicht eben denselben Weg gehen will. Und das kannst du ja auch nie wissen. An einem gewissen Punkt weiß man es vielleicht dann schon innerlich. Ja? Will es nur halt noch nicht sich eingestehen. Und an dem Punkt muss man einfach lernen, zu sagen, okay, ich begebe mich jetzt einfach wieder in eine andere Situation, um diesen schleichenden Prozess, dass es mir immer wieder schlechter geht, beenden zu können. Das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis im Leben, glaube ich. Everything you feel is temporary. Das geht mit dem anderen einher. Im Endeffekt ist jede Form von Gefühl vergänglich, jede Angst kann überwunden werden, jedes Glück ist immer nur für einen gewissen Zeitraum da, deswegen sind so Sachen wie Konsum eigentlich völlig, völlig sinnlos, long term, ne? Weil du freust dich halt, während du es bekommst und dann freust du dich noch eine Weile vielleicht daran, dass du es benutzt oder dass du es hast und es wird dann immer weniger. Ne? Gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, aber ein von T-Link T-Shirt zum Beispiel. aber auch, wie gesagt, Schmerz vergeht, Trauer vergeht, Liebe vergeht. Und es ist schlimm, dass es so ist. Ich würde mir wünschen, dass das Leben, dass Emotionen länger wertig werden, aber tja. We have stopped giving adulation to the truly talented and started giving it to the truly average in the hope that by lowering the bar, we ourselves might be eligible for the fame and glory. Das ist tatsächlich eine der Erkenntnisse, die ich in meinen Bildungsvideos verarbeite, weil im Grunde ist ja das, was unser Bildungssystem ausmacht. Ne? Wir haben keine Elitenförderung in dem Sinne, sondern wir versuchen irgendwie alle so weit voranzupushen, wie nur irgend möglich, zumindest in Zahlen, damit wir irgendwie diesem ganzen PISA-Standards entsprechen können und so weiter und so fort. Und dabei kommt ja nicht dabei heraus, dass die Leute, die wirklich Potenzial haben, großes Potenzial entfalten können. Nee, wir haben im Endeffekt eine Gruppe, die völlig vernachlässigt wird, weil sie viel weiter sind und eine Gruppe, die völlig vernachlässigt wird, weil sie es nicht schaffen können, auf das Average-Niveau zu kommen. Und die in der Mitte, die dümpeln halt auch nur rum, weil sie ja nur das an Anforderungen bekommen, was ihnen quasi gerecht wird und nicht dazu aufgefordert werden, über sich hinauszuwachsen. Ja? Und hier geht es darum, dass genau die Menschen, aus denen wirklich was werden kann und die Menschen, die vielleicht das Potenzial haben,
und das noch gar nicht wissen, dass die das für sich entfalten können und das für sich finden können. Ja, aber das passt nicht zu unserer Gesellschaft, weil bei uns geht es ja irgendwie darum, dass das Normale gut ist, dass der Durchschnitt gut ist, ne? dass jeder toll ist. Wir sind alle perfekt. Jeder ist Zweiter, um mal meinen Freund Felix zu zitieren. Das ist der beste Satz, den er, glaube ich, in seinem Leben jemals gesagt hat. Ich finde ihn einfach großartig, zynisch und wahr. Wir sind alle Zweiter. Ne? Und das finde ich furchtbar deprimierend. Und das hilft uns auch langfristig gesehen überhaupt nicht weiter in der Gesellschaft. Nobody can dare me to do anything that I don't come up with on my own. Das gilt eigentlich für alles. Ne? Ob das jetzt, um noch bei der Bildung zu bleiben, ob das in der Bildung ist, dass du etwas lernen sollst, weil du sollst, nicht weil du es willst. Oder weil du irgendwie auf Arbeit was machen sollst, was dir gar nicht passt oder von dem du denkst, dass es doof ist. Es ist immer viel effektiver, viel erfüllender auch, wenn man etwas tun kann, was man für sich selbst irgendwie entdeckt hat, was man selbst im Kopf hat. Und das ist auch der Grund, warum ich mich hier darauf konzentriere, meinen eigenen Weg zu gehen, weil das ist das, was dich am Ende erfüllt. Ja, wenn du deine eigenen Projekte umsetzen kannst, deine eigenen Entscheidungen triffst und siehst, wozu das führt. Also ich kann dazu nur raten. I'm the kind of guy who has never taken myself too seriously. I mean, I am very serious about what I do. I'm very serious about the creative process and everything, but at the end of the day, I'm just another lucky geek who got to live out a dream, you know? Das ist jetzt nicht nur ein toller Satz, der ausdrückt, wie bodenständig dieser Typ ist, sondern das ist im Endeffekt auch das, was ich über mich denke. Also ich kann das komplett unterschreiben, weil es spielt am Ende immer Glück eine Rolle, wo man in seinem Leben landet und wer man am Ende wird und ob man eben die Person wird, die man werden wollte oder von der man immer gehofft hat, diese Person zu werden, weil etwas funktioniert hat, was dich an diese Position gesetzt hat und du das machen kannst, worauf du Bock hast. Und ich glaube, vor allen Dingen Musiker, die es irgendwo geschafft haben, die müssten eigentlich zu den glücklichsten Menschen überhaupt gehören, was sie leider selten sind, weil da kommt dann halt die Künstlerseele noch mit. Aber es ist einfach eine großartige Sache, wenn du es schaffst, das zu tun, was du liebst und damit zu überleben, in welcher Form auch immer. Ja, das ist eigentlich die größte Form von Glück, meines Erachtens. Und ich finde, wir hatten jetzt hier auf jeden Fall eine ganze Menge von auch sehr praxisnahen Aussagen, würde ich sagen. Und da sind auch sehr viele Sachen dabei gewesen, wo ich sagen kann, okay, I can relate. Das ist tatsächlich das, was ich selber denke oder wo ich selbst mich schon damit auseinandergesetzt habe und wo ich selbst auch sagen kann, okay, kann ich sehr gut nachvollziehen. Was war denn euer liebstes Zitat von Corey Taylor? Was denkt ihr, ist vielleicht etwas, das ihr für euer Leben übernehmen könnt oder was in eurem Leben schon eine Rolle spielt? Schreibt es mal dort unten in die Kommentare und schreibt mir unten drunter, welcher Poet der Metal-Szene unbedingt mal gewürdigt werden sollte mit seinen Zitaten und seinen Gedanken. Ja. So, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Gehabt euch wohl, Tschüssikowski.